Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz im Namen des 1. FC Magdeburg. Die Grüße an meiner Seite natürlich auch Cheftrainer Jens Hertel und Verteidiger Christopher Hanke. Am Samstag trifft der 1. FC Magdeburg im Auswärtsspiel auf die SG Dynamo Dresden. Das ist natürlich ein heiß erwartetes Spiel, das 67. Aufeinandertreffen beider Traditionsvereine. Ja, beide Vereine trafen letztmalig vor 7 Jahren aufeinander. Das war am 23. Februar 2008 und der 1. FC Magdeburg verlor damals in der Baustelle des Rudolf-Harbig-Stadions mit 1:0 und beide Mannschaften gingen damals dann auseinander. Die Wege trennten sich. Der 1. FC Magdeburg musste leider in die Regionalliga runter, in die neue Regionalliga, und Dynamo Dresden verblieb in der neuen oder neu gebildeten dritten Liga. Beide Fanlager erwarten das Spiel natürlich mit Hochspannung, und nicht nur die Anhänger der beiden Vereine, sondern auch viele Fußballbegeisterte in ganz Deutschland erwarten dieses Spiel natürlich. Die Partie ist ausverkauft und den 1. FC Magdeburg werden am Samstag 1800 Gästefans begleiten. Ja, Jens Hertel, erstmal so ein bisschen der Blick auf dieses Ostduell. Zuletzt am Samstag gegen Wien Wiesbaden ein ganz wichtiger Dreier für uns. Und ja, wie ist denn jetzt so die Stimmung in der Mannschaft im Hinblick auf dieses bevorstehende Duell? Ja, also die Stimmung ist gut, ist konzentriert. Ist jetzt aber genau wie eigentlich in anderen Wochen auch. Für uns ist jedes Spiel in dieser Liga was Besonderes. Sicherlich wird Dynamo dem vielleicht nochmal ein bisschen eine Krone aufsetzen, weil das Ambiente natürlich nochmal ein bisschen ein anderes ist. Aber die Mannschaft ist im Moment gut fokussiert auf dieses Spiel und ich hoffe, wir halten die Spannung und sind dann in der Lage, da einen ordentlichen Fight abzunehmen. Das ist ja nun kein Geheimnis, dass Dresden sehr spielstark ist und ja, Tabellengrösus haben jetzt zu Hause einmal verloren gegen Cottbus. Wie kann es uns denn am Samstag gelingen oder der Mannschaft gelingen, den einen oder anderen Punkt dort zu entführen? Naja, das ist, wie das immer so ist, gegen gute Mannschaften, da muss eben vieles zusammenpassen. Man darf also keine einfachen Fehler machen und dann irgendwo relativ schnell im Rückstand geraten, wenn sie dann halt kontern können und mehr Räume haben. Wird sicherlich ein bisschen einfacher für sie. Wir müssen versuchen, natürlich auch Teile unseres Spiels durchzubekommen, immer wieder auch Ballbesitzphasen zu kreieren und insgesamt natürlich da einen mutigen Auftritt abliefern. Ne? Wenn wir uns da nur hinten reinstellen und nur verteidigen wollen, wird es, denke ich, schwierig werden. Dann werden sie uns irgendwo erdrücken und trotzdem müssen wir sehen, natürlich, wie wir mit der Atmosphäre, mit dem Gegner dann natürlich zurechtkommen, der uns sicherlich alles abverlangen wird. Aber ja, also wir sind jetzt auch schon ein Stückchen gewachsen in dieser Liga mit diesen Spielen bisher. Und wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel, weil was kann uns Besseres passieren, als da vor ausverkauften Haus, ich hoffe, von den Jungs halt noch kennen, ein Pflichtspiel vor 30.000 Zuschauern bestritten. Und da wird es natürlich darauf ankommen, das ein bisschen mitzunehmen, zu genießen und alles rauszuhauen. Und am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. An Punkten eigentlich. Ja, Christopher, mal die Frage an dich. Du warst schon mal Gast im Dresdner Stadion in diesem neuen großen, ich sag mal, Hexenkessel. Und zwar als Spieler bei Rot-Weiß Erfurt. Ja, was erwartet denn euch am Samstag aus deiner Sicht? Also erstmal, die Erinnerungen an das Spiel sind nicht so gut. Wir hätten eigentlich gewinnen müssen, verlieren dann am Ende ganz knapp 1:0. Also du hast schon richtig gesagt, das ist ein Hexenkessel. Am Samstag werden wahrscheinlich 90% gegen uns sein, uns gnadenlos auspfeifen, ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Ich denke, es wird ein heißer Tanz. Wir müssen auch nicht vernünftig dagegenhalten, in die Zweikämpfe gehen und, wie Trainer das schon gesagt hat, mutig sein. Ja, wie es der Spielplan so will, haben wir ja mit Dresden, Münster und Groß-Aspach die Top 3, zumindest stand jetzt vor uns in den nächsten drei Spielen. Wie kann es uns denn trotzdem gelingen, aus diesen Aufgaben, sagen wir schweren Aufgaben, da Punkterfolge zu feiern oder zu erzielen? Das sind natürlich drei harte Brocken, aber man sieht ja immer, dass es in dieser Liga eigentlich keine leichten Gegner gibt. Woche zu Woche schlägt irgendjemand jemand anders, wo man nicht damit gerechnet hat. Ich denke, wir tun ganz gut, wenn wir erstmal von Spiel zu Spiel schauen. Zu Hause weiß jeder, zu was wir in der Lage sind. Und auswärts sind wir, denke ich, jetzt auch mal an der Reihe, in Reihe einzufahren, ob jetzt in Dresden oder dann in Groß-Asbach. Werden wir alles dafür tun. Und ich denke, es ist an der Zeit, jetzt mal drei Punkte einzufahren. Danke. Da gibt es Fragen von Ihnen an die beiden Vertreter? Ja, Christopher, das Gespenst Justin Eilers kommt ja dann auf eure Abwehr zu. Inwiefern ist es ein Rätsel? Inwiefern ist es eine Herausforderung und wie habt ihr euch darauf eingestellt? Also das ist, denke ich, ein sehr guter Spieler, der das auch schon nachgewiesen hat mit seinen
Toren letzte Saison und diese Saison. Ja, es ist immer eine tolle Aufgabe, sich gegen die besten Spieler zu messen, und das wird auch jetzt am Wochenende so sein. Aber ich denke, wir haben schon ganz andere Spieler ausgeschaltet, von daher dürfte das, denke ich, auch eine interessante Aufgabe werden, keine leichte, aber ich denke, wir als Team werden das meistern. Wie sieht das aus? Wie stellt ihr euch darauf ein als Abwehrspieler? Habt ihr euch schon Videos angeguckt oder steht das alles noch bevor? Ja, also du bist als Spieler selber in der Pflicht, dich da ein bisschen zu informieren. Jeder sieht die Spiele auch am Wochenende oder guckt sie sich an, zumindest die Zusammenfassung. Der Trainer leistet seinen Teil dazu, und wir sind, denke ich, dann alle, egal ob jetzt gegen Dresden oder gegen jeden anderen, sind wir gut vorbereitet, und auch das jetzt wird am Wochenende genauso sein. Weitere Fragen? Herr Thielmann? Herr Hertel, was macht denn Dynamo Dresden so stark? Naja, sie bringen ein gutes Gesamtpaket mit. Also sie können, glaube ich, wenn es darauf ankommt, auch sehr körperbetont und robust spielen. Sie sind in der Lage, auch in engen Räumen gut Fußball zu spielen, und sie sind machen auch Tore aus langen Bällen und Spiele auf dem zweiten Ball. Und das macht es natürlich schwierig, sagen wir so jetzt, weil sie mit allen Dingen natürlich immer irgendwo auch in der Lage sind, Tore zu machen, Torschancen zu kreieren, nicht zu vergessen Standards. Ich glaube, sie haben fast die Hälfte ihrer Tore aus Standards gemacht. Das ist natürlich eine Riesenwaffe, und da gilt es natürlich darauf vorbereitet zu sein. Aber wir werden uns da schon was überlegen, ob das dann aufgeht. Das wissen wir dann hinterher. Es gab ja dieses Anti-FCM-Plakat, hinter dem sich da die Dynamo-Profis dann viel versammelt haben. Da war eine kleine Aktion. War das ein Thema bei euch in der Mannschaft? Habt ihr darüber gesprochen? Ist das möglicherweise eine zusätzliche Motivationsspritze? Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen. Ob diese Aktion so clever ist, weiß ich nicht. Das Duell bringt eine gewisse Brisanz mit. Das hat jetzt war wahrscheinlich noch das i-Tüpfelchen in der ganzen Sache. Wie gesagt, ob das so clever ist, ich finde es nicht, aber gut, wir sind da zu euch zusätzlich motiviert, und wir werden, denke ich, die Antwort auf den Platz geben. Ich habe da noch eine Frage. Wenn du mit Erfurt gegen Dresden gespielt hast und ohnehin aus der Sicht sozusagen Dynamo Dresden zum ersten Mal in dein Blickfeld geraten ist, welche Duelle sind eigentlich größer? Erfurt gegen Dresden oder Magdeburg gegen Dresden? Das ist auch schon ein paar Jahre her, muss ich jetzt ehrlich sagen, obwohl damals war das Spiel auch, glaube ich, ausverkauft. Das war eines der ersten Spiele in dem Stadion. Und aufgrund allein der Fankultur, die hier in Magdeburg herrscht, ist, denke ich, das Spiel Dresden-Magdeburg oder Magdeburg-Dresden nicht das Nonplusultra, aber ich denke, sehr brisant und größer, definitiv. Danke. Ja, gibt es noch Fragen? Personell? Ja, da gibt es wie immer noch mal nicht so gute Nachrichten. Gestern hat Jan Lömesröm schon Halsschmerzen, und jetzt ist Fieber dazugekommen. Also der wird definitiv ausfallen. Und Nikolas Hebig müssen wir mal abwarten. Er hat halt ein paar muskuläre Probleme gehabt. Da müssen wir das Training heute mal abwarten. Aber Jan fällt definitiv aus. Thielmann, noch eine Frage vielleicht? Nee. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich natürlich für Ihr Kommen, und wir wünschen natürlich unserer Mannschaft eine gute Anreise nach Dresden und möglichst einen Punkterfolg. Vielen Dank. Ja.